Hey ho ihr Lieben, Servus und grüßt euch zu Folge Nummer 6, 7, 8. Ich glaube, das ist jetzt Folge Nummer 8. Folge Nummer 8 von The Escapist Zander Sweatshop. Halt, was machen wir? Wir müssen hier bleiben. Morning Roll Call. Und ich habe vor, erstmal ein bisschen einen Job anzueignen mir und Intelligenz hier so. Und ein bisschen mehr Speed. Wir brauchen 60 Intelligenz für Briefe sortieren. Das schaffen wir noch. Weil wir sind arbeitslos und können uns oben in Sanders Büro reinschleichen, um Intelligenz zu bekommen. Wenn wir dann den Job haben, können wir Geld verdienen, logischerweise. Und mit diesem Geld können wir uns heiße Schokolade kaufen. Beziehungsweise wir können einen Wärter verprügeln. Hey, ich habe mich da drin versteckt. Hi, du siehst mich nicht. Na, okay. Hey, jetzt muss ich ja schon wieder alleine hocken. Na, okay. Dann können wir den Wärter verprügeln, weil meistens hat so ein Wärter einen Schlüssel dabei. Und ich sehe nämlich nach einem roten Schlüssel. Das ist auch etwas, was ich machen möchte, auf jeden Fall mal. Esse ich jetzt überhaupt? Ja, ich esse. Oi! Lass das! Lass das! Was hat Käse? Oh ja, hier. Feuerzeug. Das nehme ich mit. Medizin? Brauche ich Medizin? Ich glaube, Medizin ist immer gut. Nee, das lassen wir jetzt erstmal hier so. Das passt schon. Ich habe doch gar nichts getan. Hilfe! Ich muss arbeiten. Lass mich in Ruhe. Aua! Nicht verprügeln! Nicht verprügeln! Okay. Jetzt haben sie mich hier in Frieden gelassen, endlich. Phase Nummer 1. An Kraftgewinn. Hier sind schon wieder Rentiere drin. So. Ja, was machst du? Ah, okay. Ich hab jetzt schon gedacht, Officer Jackson kommt und verprügelt mich hier. Der liebliche Duft von Rentierkacke während einem Fitness-Training hier. Das ist schon schön. Schaut mal hier, wenn ich einen roten Schlüssel hätte, könnte ich da die Ruhe öffnen? Ich hoffe, man kann Schlüssel öfters verwenden als nur einmal. Das wäre nämlich ziemlich bescheiden, wenn man die nur einmal verwenden könnte. So, jetzt gehe ich noch ein bisschen rennen. Boah, da muss ich jetzt hier einen Cut machen, das ist anstrengend. Bis gleich. Okay, jetzt bin ich ja wieder ein bisschen faul. Ja gut. In meiner Freizeit. Ich könnte mich in mein Bett legen, glaube ich. Ja, das geht ganz gut runter hier. Ein bisschen in der Freizeit dösen, warum nicht? So, wir haben hier Molten Plastic und White of Putty, also Knete sozusagen. Blado. Au! Nick, was soll das? Warum verprügelt Nick uns? Was hat er gegen uns? Der ist voll stark. Nick ist ultra stark. Oh mein Gott. Lass mich zufrieden, Nick. Ey, Nick. Willst du mich verprügeln? Ha? Komm, jetzt hier, wo die Wärter da sind, traust du dich nicht mehr, ne? Guck mal, ich schleich mich hier rein. Du. Drehen die noch ein bisschen im Internet. Weil während einem Rollcall kommen die selten hier hinein. Das ist ganz schön. Ich kann noch ein bisschen schlau werden. Da. Schlau durch Internet. Okay, oh nein, da kommt jemand. Ich habe nichts getan. Bitte nicht. Och nö. Warum? Meine ganzen Errungenschaften sind weg. Oh fuck. Oh, das Spiel ist doch so schwer. Scheiße, ich hatte hier tolle Sachen mir schon angeeignet. Oh. Mann. Freizeit, was mache ich jetzt? Intelligenz erhöhen. Ja, das hätte ich machen sollen, während meine Sachen im Dings sind. Im Schreibtisch und nicht einfach so hier planlos reinrennen und... Naja.
Auf ein neues. Müssen wir halt jetzt nochmal hier ein bisschen trainieren und craften und halt, ich wollte schauen. 51. Wir nehmen uns einfach einen anderen Job, beziehungsweise nein, eigentlich nicht. Wieso denn? Wir sind nur noch 9 Intelligenzpunkte von unserem Ziel entfernt. Also können wir doch eigentlich auch diesen Job hier nehmen. Briefe-Sortierer, weil das anscheinend der bestbezahlte Job ist, glaube ich. Er steht zumindest ganz unten in der Liste und braucht die höchste Intelligenz. So. Noch ein bisschen trainieren hier, so. Training ist wichtig. Sonst können wir gar nichts machen. Geil, Cupid und Wixen. Training ist wichtig. Ihr sagt das, ja, ja, ja. So, bis noch die Rentiere streicheln. Du, 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 du. Oh. Okay. Und dann schauen wir mal. Das ist hier Schlumpf, seine Arbeit. Toymaker is tasked with making the toys that Santa will deliver. Expect this Christmas gifts are hardly the amazing presents that kids want. Okay, entweder machen wir Toymaker oder Letter Organizer. Wobei Briefesortierer schon eigentlich so hier mein Traumjob ist, ja? Ich wollte schon immer mal zu der Post gehen. Abendessen. Abendessen, gut, dann gehen wir jetzt mal, ja, die, da laufen mir einfach zu viele rum. Komm ich da? Ich brauche einen blauen Schlüssel. Blauer Schlüssel wäre auch ganz praktisch. Oder irgendwas, um da unten rein zu graben. Aber die sehen das doch gleich, wenn ich hier grabe. Ah, ja, 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 ist ja gut. Ich gehe ja schon essen. Brauche eben mal was zu essen hier. So, das, dann geht hier die... Ah, toll. Egal, ich esse jetzt noch. Ich esse noch. Dann kann ich wieder ein bisschen trainieren gehen. Während alle trainieren. Das, ja, das Gefängnisleben ist ganz schön schwer. Das muss ich sagen. Das Gefängnisleben ist kein leichtes... Ständig werden Leute verprügelt und überall liegt Kacke rum. Wer wurde verprügelt? Käsegesicht. Der hat Glas bei sich. Glas und Duct Tape bringt auch eine kleine Waffe. Was ist Schlumpf? Was hat Schlumpf dabei? Oh, Duct Tape. Was ist das? Käsegesichts Pocket. Jetzt hat er noch keine Zahnbürste mehr hier. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ich wollte doch eigentlich nur trainieren. Ja, das dauert jetzt 2 Sekunden, dann rennen die mir hier noch ein bisschen hinterher. Und dann ist auch wieder gut. Dann lassen die das. Aua! Die schlagen ganz schön hart zu, gell? Muss ich sagen. Damit ich hier mal ein bisschen... hey, wo ist die... Egal. So mache ich das. Sockenwaffe. Jetzt gehen wir duschen. Und dann verprügeln wir endlich mal. Wen verprügeln wir? Stuart. Hier, einmal die Kerze klauen und einmal verprügeln für Nick. Dann mag Nick uns wieder. Das ist schön. Aber ich glaube, die Kerze ist hier. Wahrscheinlich ist die Kerze hier in Stuarts Desk. Nein. Oh, das ist noch eine Socke. Zahnpasta brauche ich. Talcumpuder brauche ich. So. Damit mache ich nämlich hier kurz das da. Jetzt gehe ich erstmal duschen wieder. Jetzt habe ich immerhin schon wieder hier diese Wachsmalstifte. Oh, eine kleine Schaufel. Yes. Ich nehme die an mich. Das hat niemand gesehen. Hahaha, ich habe eine kleine Schaufel. Oh yeah. Vielleicht kann ich mich ja jetzt echt in den Computerraum reinschaufeln. In meiner Freizeit mache ich das. Aber bevor ich das mache, gehe ich in meinen... Schreibtisch. Ne, ich verprügel Stuart. Wie stark ist Stuart? Stuart, komm mal her. Stuart ist extremst stark und ziemlich schlau. Wie stark bin ich? Nur halb so stark, aber ich habe eine Sockenwaffe. Okay. Stuart, ich brauche einen ruhigen Moment mit dir. So, genau hier ist gut. Ha, komm schon!
Komm schon! Komm schon! Nein! Ja! Oh, mit 2 HP habe ich es geschafft. Awesome. Mit 2 HP habe ich es geschafft. Finally. Und ich habe Geld bekommen. Nicht gerade viel, aber ich habe Geld bekommen. So. Damit wir hier noch mehr verprügeln können, müssen wir stärker werden. Training ist alles. It's all about the weight. Oder so. Und noch ein bisschen rennen. Komm, 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 lauf doch. Ich frage mich echt, wieso hier diese 2 Rentiere drin sind. Ich glaube, die sind einfach reingeklitscht oder reingespawnt oder so und kommen nicht mehr raus. Naja, schlimm ist es ja nicht. Ich habe gerne Rentiere bei mir während dem Training. Oh, bei diesem ganzen Rennen, da muss man Kuhn eh immer nach und nach drücken. Da tun mir echt die Finger weh nach einer Zeit. Das reimt sich sogar ein bisschen. So. Es ist immer noch Freizeit. Es ist immer noch Freizeit. Und ich grab mich jetzt hier hinein, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Inventar ist voll. Was? Okay, dann grabe ich mich einfach mal dort hinten hinein. Hier so, hinter dem Snowmobil. Nee, geht nicht. Dann lege ich mal Zahnseite ab. Jetzt ist Roll Call. Och Mann. Ich muss das besser durchplanen. Und hier aufpassen. Hey, ich bin erster. Hihi. Hey, wo ist Roll Call? Wo sind meine ganzen Mithäftlinge? Nick und Rodney werden durchsucht. Ah, da kommen sie ja alle. So, wir nehmen jetzt mal einen Gefallen von Nick an. It's all cracking off next morning roll call. If you could distract the guards, I'll see you right. $25. Ja, das kann ich machen. Am Morgen einfach mal die Leute verprügeln. Das ist doch schön. Das kann ich tun. I'm preoccupied at the moment. At the moment. Okay. Bentley hatte hier so schwule kleine Ohrringe. Okay, gute Nacht. Jetzt heißt es gute Nacht. Wir müssen schlafen gehen. Und, ja, was haben wir hier? Zahnpasta. Zahnpasta und Talcumpuder hatten wir schon. Das behalten wir mal besser bei. Wenn wir allerdings in den Computerraum gehen, packe ich das in mein Desk hier rein, in den Schreibtisch. Toilettenpapier brauche ich eigentlich gar nicht so viel. Man weiß ja nie. Und Nägel. Nägel sind, glaube ich, auch ganz praktisch. Egal. Das wäre es mal wieder für diese Folge. Wir haben massig Fortschritt gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal. Hauen Sie hin, können Sie raushauen. Ciao. Oh, was ist denn hier getan?